Hallo, du lieber Widder und herzlich willkommen zu deinem Tarot-Energy-Update. Die Legung ist für dich, wenn du den Widder im Sonne, Mond, Aszendent und oder in der Venus hast. Und du kannst es natürlich auch für dein Gegenüber schauen. Und wenn du es in Bezug zum Thema Liebe schaust, empfehle ich immer, da auch dein Venus-Zeichen anzuschauen, ja, wenn du das kennst. Genau, wir fangen an mit so einer kleinen Tarot-Legung, eine Viererlegung. Die momentane Situation für die Widder hier, für die Zuschauer. Wie ist hier denn die momentane Situation? Königin der Kelche. Okay, was ist hier momentan in der Herausforderung? Ich habe das Gefühl, dass du auf jeden Fall momentan sehr, es kann sein, dass du sehr sensitiv bist, sehr in den Emotionen bist, sehr empathisch auch bist. Was ist da, auf was kannst du dich verlassen? Schön, da kommen neue Möglichkeiten. Kommen hier auf dich zu. Und was ist der Tipp von denen da oben? Wie kannst du am besten mit der Situation umgehen? So, und zwar haben wir hier eben die Königin der Kelche, Entschuldigung, die Königin der Kelche. Das heißt, es geht darum, dass du, wie gesagt, sehr empathisch bist, sehr intuitiv. Du bist sehr in dein Gefühl. Also du bist sehr weich, auch ich kriege eine sehr weiche Energie rein. Ja, das heißt, es kann sein, dass du so ein bisschen, also ich kriege jetzt auch die Verletzung rein. Wir gucken mal, dass da vielleicht so ein bisschen die Gefahr ist, dass du zu weich bist und vielleicht gewisse Menschen das auch ausnutzen können. Ja, weil wir haben hier den Prinz der Schwerter eben, ah ja, deswegen kam es auch, in der Herausforderung drin zu liegen. Das heißt, da kann jemand sein, der das gerade bewusst ausnutzen möchte, weil Prinz der Schwerter ist auch so mal so ein bisschen so eine strategische Energie und da es in der Herausforderung liegt, kann es eben sein, dass da jemand kommt, der dich damit aber auch ausbremst oder da ist, ja, der dich eben ausbremst. Das heißt, da ein bisschen aufpassen, ob du nicht vielleicht mit den falschen Menschen zu viel Mitgefühl hast, ja, und welche dich vielleicht ausnutzen können, dass du da hilfst und machst und tust, aber da nicht so wirklich was zurückkommt. Was aber da ist, ist, wir haben hier einen stabilen Neuanfang, neue Möglichkeiten, neue Chancen, die hier kommen. Und mit dem Hierophant habe ich das Gefühl, der Hierophant kann immer eine andere Form von spirituelle Person sein, die dir hier diese neue Wege, neue Chancen sozusagen öffnet und dir neues Wissen zuträgt oder neue Möglichkeiten zeigt, die du vorher nicht kanntest. Der Hierophant kann es aber auch du selber sein, indem du dich selbst zurückziehst, ja, und du dir selbst sozusagen dich verbindest und guckst, okay, was gibt es denn jetzt hier für Möglichkeiten für mich, ne? Und mit dem Prinz der Münzen ist hier der Ratschlag hier für dich, also hier ist eine sehr nachhaltige Energie, das finde ich sehr gut, das mag ich sehr, ne? Da kommt halt Bewegung dann rein, ja. Das heißt, wenn du für dich diese Möglichkeiten erkennst, dann haben wir hier Bewegung, die reinkommt, die du auch verantwortungsbewusst übernimmst, ja. Prinz der Münzen kann ja auch eine andere Person sein, die eben sehr bodenständig ist, die zuverlässig ist, loyal ist, eben verantwortungsbewusst ist, ist aber keine schnelle Karte, ja. Du darfst wissen, diese erdlichen Münzkarten sind keine schnellen Karten, ja. Deswegen ist es aber auch nachhaltig, ja. Es ist nicht so was Schnelles, sondern es wird deswegen stabil, ja. Das heißt, wir haben hier neue Möglichkeiten, Chancen, die hier kommen, entweder mit einer anderen Person, die dich unterstützt auf dem Weg, aber es ist ein längerer Prozess, ja, und du darfst hier aufpassen, hier ist irgendwer, der dich versucht, so ein bisschen auszunutzen für die eigenen Bedürfnisse, eigenen Wünsche, ja. Okay, dann schauen wir hier jetzt noch einmal mit den Karten, was darf ich hier noch für die Widder mitgeben? Was darf ich hier noch für die Widder mitgeben? So, höre den Ruf der Mondgöttin, sie führt dich auf den Weg der spirituellen Vervollkommnung. Alle Sterne und Planeten stehen dir auf ewig zur Seite. Ja, genau. Also du bist hier geführt und geschützt, ne? Das darfst du wissen. Du bist hier auf dem Weg deiner ja, Erfüllung auch, ne? Quasi. Also dich selbst zu erfüllen, da bist du auf jeden Fall gut unterwegs. Ja, genau. Also, gut, lieber Widder, das war denn deine Legung. Wenn du möchtest, kannst du gerne mir folgen, abonnieren, wie auch immer, gerne auch einen Daumen nach oben oder ein Herzchen da lassen, gerne auch einen Kommentar in die Kommentare, ist einfach eine schöne Wertschätzung für mich, weil ich ja immer hier mit mir selbst rede. Und dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag oder Abend und bis zum nächsten Mal. Bis dann.